Die Fraktion Die Linke hat das Wort, die Abgeordnete Katharina König. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, nach der Rede von Herrn Scherer bleibt ja eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das war, muss ich ganz ehrlich so zugestehen, eine Rede, über die ich mich gefreut habe, eine Rede, in der große Teile dessen, warum wir diese Initiative gestartet haben, schon benannt wurden. Von daher ein ausdrückliches Dankeschön für und an diese Rede von Ihnen. Das war auch ein indirektes Kompliment, dass diese Rede genauso auch hätte von uns aus der Fraktion Die Linke gehalten werden können. Ich hoffe, dass Ihre Kollegen und Kolleginnen das auch so verstanden haben, als sie applaudierten. Wir haben diese Initiative gestartet und sind sehr froh darüber, dass alle Fraktionen des Thüringer Landtages sich dem angeschlossen haben, eben weil es nicht nur aus Berlin und anderen Bundesländern, sondern auch aus Thüringen bereits erste Warnmeldungen aus Clubs, aus Diskotheken, aus soziokulturellen Einrichtungen bezüglich der GEMA-Tarifreform ab 1. Januar 2013 gibt. Herr Scherer hatte schon ein Beispiel aufgeführt. Ich will ein zweites und dann vor allem auch einen Punkt, der bisher wenig eine Rolle spielt und wenig debattiert wird, erwähnen. Zum Ersten, eine durchschnittliche Diskothek, ein durchschnittlicher Club ist so, hat normalerweise zwei Dancefloors, so ungefähr 300 bis 400 Quadratmeter groß. Durchschnittlicher Eintrittspreis sind 8 €. Zurzeit liegen dafür die GEMA-Gebühren, die entrichtet werden müssen, bei 21.000 € im Jahr. Nach der neuen GEMA-Tarifreform würden diese bei 147.000 € liegen. Das heißt eine Steigerung von ca. 600%, die natürlich auf die Nutzer und Nutzerinnen umgeschlagen werden müsste. Und das würde in der Konsequenz bedeuten, dass es zu einem Club- bzw. Diskothekensterben nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit kommt. Das wollen wir vermeiden und verhindern. Alle Fraktionen hier im Thüringer Landtag, die Einflussmöglichkeiten auf die GEMA sind natürlich nicht besonders hoch. Trotzdem hoffen wir, mit diesem Antrag so Einfluss nehmen zu können, dass es zumindest zu A, einer Aussetzung der Tarifreform kommt oder eben B, zu einer Veränderung, die insbesondere mittelgroße, kleinere, aber auch freie soziokulturelle alternative Einrichtungen, die sich für Kultur einsetzen, schützt und denen weiterhin ermöglicht, Kultur letztendlich für uns zu veranstalten. Zusätzlich zu dieser Erhöhung der Tarifreform gibt es auch weitere Änderungen, unter anderem den sogenannten Zeitzuschlag. Der Zeitzuschlag bedeutet, dass für Partys ab 5 Stunden eine zusätzliche Summe in Gesamthöhe von 50% gezahlt werden muss. Wenn eine Party länger als 8 Stunden dauert, kommen erneut 50% Aufschlag hinzu, nach 11 Stunden erneut 50%. Das bedeutet, die eigentlich derzeitig stattfindende Normalität, dass eben Veranstaltungen, Partys, Diskos, wie auch immer, länger als 5 Stunden dauern und durchschnittlich eben wirklich 8 bis 12 Stunden dauern, wird von der GEMA meiner Meinung nach bösartig ausgenutzt und wird sozusagen versucht, die Feierei einzuschränken, wenn nicht gar zu verhindern. Ich will es kurz machen. Wie gesagt, Herr Scherer hatte ja schon einen Großteil dessen, was wir als Linke auch sagen würden, auch mit den entsprechenden ausdrucksstarken Worten hier benannt. Wir freuen uns, dass alle Fraktionen sich unserem Antrag mit auf diesen Antrag draufgegangen sind, dass es diese gemeinsame Initiative gibt. Wir hoffen, dass er wenigstens ein Stück weit Wirkung zeigt und die GEMA ihre Tarifreform zum 1. Januar 2013 einstellt oder eben auch komplett verändert, um weiterhin ein vielfältiges Clubleben auch in Thüringen zu ermöglichen. Dankeschön. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Abgeordnete Rolf Baumann.